Leute, wir sind im 22. Rennsonntag. Project Cars konnte sich durchsetzen gegen Race 07 und Assetto Corsa, auch wenn es denkbar knapp war. Und heute sind wir im BMW M1 Pro Car hier in Oschersleben direkt am Start und es gibt leichten Regen. Ich dachte, der neue Rechner gibt's her, wir machen es einfach mal. Ein Regenrennen. Und es sieht doch einfach wirklich nur brillant aus, oder? Was meint ihr? Also unglaublich geil finde ich das. Einfach nur brachial krass. So, oh, genug Lob für die Regeneffekte von Project Cars und die Grafik, die ja sowieso geil ist, wir wissen es ja alle. Jetzt müssen wir erstmal hier ein bisschen klarkommen. Caution hier, gelbe Flaggen gerade. Momentan Platz 8, aber hier bremst es noch ein bisschen. Ich denke mal, die KI, die kriegt sich da gleich wieder ein. Es ist am Start immer so ein bisschen chaotisch manchmal. Ja, ein bisschen langsam, die Jungs, aber das fängt sich gleich wieder. Nun fahr doch mal hier, Mr. Stichmüller. Achso, es war sowieso gelbe Flagge, da sind die Autos dann mal ein bisschen langsamer manchmal. So, auf jeden Fall ist es gut rutschig. Also das kann ich schon mal sagen hier. Es schiebt den Wagen auch doch relativ weit raus. Da ist er relativ giftig. Schwimmt schön auf jeden Fall. So wie sich Schiff 2 an Leash gespielt hat. So ein bisschen Remembering hier. Ja gut, es fühlt sich schon ganz gut an, muss ich sagen. Also es könnte... Oh, der hat aber hier abgekürzt, der Kollege. Es ist ein volles Feld, nur mit BMW M1 Pro Cars hier. 22 an der Zahl. Ich hätte gedacht, dass er da noch, wenn man Same Class einstellt, da noch ein paar Ford Capris oder sowas reinpackt. Hat er aber nicht. Weiß nicht ganz genau, ob das passen würde von der Klasse. Ich glaube eigentlich doch schon, oder? Jetzt nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall sieht es unfassbar gut aus. Die Gischt und das sind der herziehende Autos. Ich habe hier noch 40 Frames, alles auf Maximum hier, alles auf Anschlag. Ich glaube lediglich beim anisotropischen Filtering habe ich da ein bisschen was runtergestellt. Ansonsten ist es hier wirklich auf Texturen, Beleuchtung, alles auf voller Bandbreite und da kommt mein System dann schon mit der GTX 780 so ein bisschen ins Schwitzen. Wen es interessiert nochmal, was ich für ein System genau habe, der kann nochmal auf das Video schauen. Das ist in meiner Specials-Playlist auf dem Kanal, wo ich meinen Rechner, meinen neuen zeige und mein ganzes Setup nochmal. Weil da immer wieder Leute natürlich auch nachfragen, ne? Was hast du denn für ein PC und so? Lenkrad. So, erste Runde geschafft von 5. Hier ein bisschen früher bremsen gleich mal. Ah, oh, das war noch gerade richtig, aber wir kriegen hier einen leichten Stoß von hinten. Da fährt ein BMW vor uns. Zumindest die Wegfindung haben sie hier einigermaßen... Na gut, was sag ich von Wegfindung, wo die ganzen Leute gerade durchs Gras fahren. Ah, was macht denn der hier immer? Außer in dieser Kurve haben die Kollegen scheinbar ein paar kleine Probleme. Irgendwie bremst der jetzt hier auch, warum auch immer. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, hier sagt er wieder green, 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 keine Ahnung. Jedenfalls KI hier scheinbar im Regen. Manchmal so ein bisschen am Vorbremsen schon. Weil das auch nur die Kurve von eben betrifft. Hier geht's wieder alles glatt. Auf jeden Fall Oschersleben, super geile Strecke, finde ich. Macht super viel Spaß zu fahren. Auch bei Project Cars super geil umgesetzt. Ich glaube, das ist das schönste Oschersleben, das man hier in Rennspielen gesehen hat. Auch Laser gescannt. Oh, da kommen wir ein bisschen auf den Körper, rutschen da ein bisschen. Aber es ist echt geil. Was noch fehlt, ist natürlich so ein bisschen Regentropfen und Gischt auf der Windschutzscheibe. Da kann ich ja gleich mal kurz, wenn wir auf der langen Geraden sind, mal kurz die Ansicht umschalten, dann seht ihr, was ich meine. Ja, das ist natürlich auch geil, die Helmkamera. Ah, das meine ich so, weißt du, wenn sie das noch auf die Windschutzscheibe bringen, das wäre ziemlich geil. Ah, okay, okay, gerade noch so auf der Strecke geblieben. Ja, auch wenn es der Rennsonntag ist, müssen wir hier mal kurz ein paar kleine technische Sachen zeigen, glaube ich. Das kann auch nicht schaden. Oh, 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 oh. Ja, finde ich, sieht sehr geil aus. Aber wir fahren mal wieder in unserer angesessenen Cockpit-Sicht. Gleich auch die Helmkamera ziemlich cool ist. Ich finde auch, dass sie die mittlerweile gut weiterentwickelt haben. Die ist ein bisschen dezenter geworden. Man kann sie sich ja selbst konfigurieren auf seine Wünsche. Ist im Moment schon wieder ein bisschen vom Default her dezenter eingestellt. Mag ich ganz gerne eigentlich. Ja, man merkt, wie der vorne wirklich schiebt. Da muss man früh auf die Bremse hier... Au. Ah, die kürzen da ein bisschen ab, die Jungs, ne? Ja, danke. Man merkt jetzt auch, dass sie bei diesem Spotter schon mehr vertont haben mittlerweile. Generell... Oh... Generell merkt man, dass das Spiel immer kompletter wird. Also ich denke mal, der Release-Termin, den werden sie einhalten. Es erscheint mir nicht mehr allzu unrealistisch. Es passiert sehr viel. Die sind super, super fleißig im Moment. Guck mal, hier jetzt auch Sektorzeiten jetzt eingeblendet. Green, green, green. Go, go, go. Ja, scheinbar gibt es zwischendurch auch mal wieder eine Gelbphase. Wir sind hier jetzt gerade relativ gut eingesessen auf Platz 6 unterwegs. Kommen an den Kollegen da vorne auch nicht so richtig ran. Na, doch ein bisschen, manchmal an manchen Kurven, da kommt man ein bisschen näher. Ansonsten das Feld hinten weit auseinandergezogen. Wir sehen es jetzt. Ja, das ist ein Abstand ungefähr immer gleich von KI zu KI-Fahrer. So, hier haben wir abgekürzt, aber hat nichts gesagt, zum Glück. So, um den kämpfen wir jetzt mal hier ein bisschen. Ach, sieht das gut aus. Es sieht so unglaublich gut aus.
Ich denke mal, auf YouTube im Video kommt es nicht mehr so ganz so gut rüber, weil wahrscheinlich diese ganzen Krisseleffekte natürlich auch ein bisschen die Videoqualität beeinträchtigen, beziehungsweise man das nicht ganz im Video natürlich auch darstellen kann. Aber Leute, hier auf meinem 46 Zoll Samsung TV, ist jetzt kein Product Placement, das ist einfach so, keine Werbung. Oh, sieht es einfach nur unfassbar stark geil aus. So, hoppala. Runde 4 von 5, jetzt noch 2 Runden. Ich denke mal, das können wir mit dem Regen öfter mal machen, wa? Dankeschön. Schnellste Runde bisher. Da hat jemand das Schild umgeräubert. Deswegen konnte ich mich gerade nicht so richtig gut orientieren. Aber der fährt da einfach rüber. Da mache ich das jetzt auch. So. Puh. Was ihr könnt, kann ich auch. Okay, jetzt ist er da wieder sehr langsam. Also hier in dem Abschnitt da scheint die KI ein bisschen noch Probleme zu haben. Das bringt uns auf Platz 5. Eieiei. Oh, oh, oh. Ja, schön noch reingerutscht gerade. Vorderachse hat er doch noch wieder gegriffen. Das hat sich gut angefühlt. Wir werden immer schneller. Das ist 2 Sekunden schneller im Sektor gerade. Das ist schon unfassbar. Na gut, wir haben ja auch abgekürzt. Das darf man nicht vergessen. So, den holen wir uns auch noch. Geht hier noch was? 2 Runden Zeit. Also da können wir auf jeden Fall noch mal ein bisschen einholen. Ein paar Leute, glaube ich. Platz 4 ist auf jeden Fall drin. Ich weiß nicht, ob wir noch auf Platz 3 kommen. Aber die fahren hier auch einfach rüber. Es scheint hier so gängig zu sein. Ah, zu früh auf dem Gas. Oh Gott. Ich frage mich, ob es auch eine Art Ideallinie gibt. Oh ne, dieses habe ich mich ein bisschen verschätzt. Aber komm hier noch auf die Strecke wieder zurück. Ja, ja, noch einen Platz zum Podium jetzt. Das Gefühl, dass der Regen jetzt langsam ein bisschen aufhört. Oh. Ja komm, schieb schon rum hier. Ja, der Wagen fühlt sich ganz gut an. Also es ist ein... Ja gut, schwammig ist jetzt das falsche Wort. Im Regen, da kann es schon ruhig mal schwammig sein. Aber... Ich finde den Spotter richtig cool. Oh, jetzt haben wir uns gedreht. Ja, fahr jetzt mal hier über den Acker rüber. Oh, unsportsmanlike conduct. Gibt's Ärger. Extreme caution. Also hier in dem Sektor sind noch mehr gelbe Flaggen geschwenkt. Deswegen wahrscheinlich auch der Grund, warum die KI hier ein bisschen langsamer unterwegs ist. Weil die da denken, na, gelbe Flagge. Warum auch immer die hier geschwenkt wird. Ah, ich komme fast auf den Rasen. Was ich finde... Oh, oh, oh. Was ich finde, ist, dass der Rasen noch ein bisschen glitschiger sein könnte. Der fährt sich noch zu grippy so ein bisschen, finde ich. Wobei... Wahrscheinlich auch, wenn die Regenreifen auf dem BMW da drauf sind. Wahrscheinlich hat er auch mehr Grip im Regen, auf dem Rasen. Das kann natürlich auch durchaus sein. Auf jeden Fall geiler Sound. Man merkt das, ich weiß gar nicht, ob ihr das jetzt hört. Aber auf jeden Fall auf dem nassen Rasen zu fahren. Das hat so einen dezenten, ganz leichten Ton, den es verursacht. Ganz geil. So, letzte Runde. Wir, denke ich mal, kommen nicht mehr auf den dritten. Der ist ja vorne schon ein bisschen zu weit weg, aber es fährt sich so gut. Es sieht so gut aus. Es ist nicht ganz von der Physik her auf dem Level von zum Beispiel R-Factor 2, das Assetto Corsa, finde ich. Dafür ist es ein bisschen zu schwammig, ein bisschen zu indirekt noch. Aber das Sachen, die können sie auf jeden Fall noch... Das kann noch werden, sage ich mal. Das Force Feedback auch ein bisschen zu schwach auf den Curbs teilweise. Es kann auf jeden Fall noch mal cooler werden. Aber das ist eben, wie gesagt, technisch ist das Spiel brillant. Und das ist schon mal eine gute Basis. Physik kann man immer dran arbeiten, finde ich. Und tun sie ja auch. Bei vielen Autos ist es ja auch geil. Aber, also, Daumen nach oben für Project Cars. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Wir gehen zur Endcard und zur Auswahlmöglichkeiten fürs nächste Mal. Bis gleich. Und das war übrigens der 23. Rennsonntag, nicht wie ich anfangs sagte, der 22. Folgende Möglichkeiten hier, Project Cars mit dem UFR GT8 GT3 in Catalunya GT3 Rennen. Dafür wieder PKs in die Kommentare. Ebenfalls vertreten ist natürlich auch wieder Assetto Corsa hier mit dem Fiat 500 Abarth. Diesmal auf Stage 1, der ist nochmal ordentlich hochgetuned, der macht hier auch einen Lotus Elise Konkurrenz, dafür AC in die Kommentare. Oder nochmal zweite Chance hier für die Formula Race Room von Race 07 in Imola. Ja, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben, würde ich mich sehr freuen. Bis dann und schau mich hier vom P1 TV.